Ja, moin von der Küste. Heute habe ich es endlich mal geschafft, wieder auf Meerforelle zu gehen. Die letzten Tage lag die Winterfischerei auf Hecht ja so ein bisschen im Fokus, wo wir auch schöne Fische gefangen haben. Zudem hatten wir jetzt immer Probleme mit Sturm gehabt. Die Situation ist heute auch diese, dass wir wirklich starken Wind aus Süd haben, der uns das Angeln in der Welle halt unmöglich macht. Ich habe mir jetzt hier eine Strecke gesucht, wo wir seit ungefähr 4 Tagen den Wind ablandig haben. Aber das ist auch das Problem, dass das Wasser sehr sauber sein wird. Wir werden dort so gut wie keine Nahrung finden, also Garnelen, Tangläufer oder irgendwie sowas. Deshalb habe ich mir hier jetzt so eine Strecke gesucht, wo wir wirklich viel Blasentang haben. Und in diesem Blasentang ist erfahrungsgemäß immer noch viel Tangläufer unterwegs. Wir haben jetzt eine Wassertemperatur von noch ungefähr 5 Grad, also damit lässt sich auch arbeiten. Und ja, schauen wir mal. Also ich bin guter Dinge, dass hier heute was geht. Und legen wir einfach mal los. Ja, heute ist es wirklich sehr ruhig. Also wir haben hier so gut wie gar keine Welle und kaum Bewegung im Wasser. Dazu noch Niedrigwasser und vielleicht sieht man das, der Fischer hat seine Netze draußen. Also die ganze Ecke hier ist dicht gestellt, aber das kommt hier an der Stelle öfter mal vor. Also hier drüben sieht das ganz gut aus. Also ich will mich mal in die Bucht stellen und mal gucken, was da so geht. Ja, ich habe schon gesehen, dass hier heute viele Tangläufer unterwegs sind. Hier vorne im flachen Wasser und auch ein bisschen weiter draußen. Also habe ich mir heute mal eine Springerfliege vorgemacht. Und dann halt den Sandaal drunter. Also die Kombi funktioniert immer ganz gut, wenn viel so Garnelen und Tangläufer und so ein Kram unterwegs sind. Wenn ich jetzt mit Springerfliege angel, dann baue ich immer wieder mal einen Spinnstopp mit ein. Meistens kommt dann der Biss, wenn man wieder ankurbelt. Also gerade heute, wo das Wasser so sauber ist, da hat man doch oft viele Nachläufer, die halt einfach nur neugierig in den Köder herkommen und nicht beißen wollen. Und durch diesen Spinnstopp provoziert man dann doch immer noch mal wieder einen Biss. Das ist, also die Bisse kommen dann wirklich knallhart, das ist immer ganz geil auch anzusehen. Gerade wenn es so ruhig ist, sieht man die Fische oft an der Oberfläche, wenn sie dann mal da sind. Aber heute wird das hier, glaube ich, ein eher kurzes Video. Ja, also die Fische, die sind eigentlich im Normalfall wirklich deutlich aktiver, wenn hier mehr Welle ist. Oder halt mehr Strömung oder... Ob es da irgendwie Bewegung im Wasser. So. Aber wenn dann eine Attacke kommt, dann schafft man meistens nicht mal eine halbe Kurbelumdrehung und dann hängt es eigentlich schon. Und gerade wenn man mit Springerfliege angelt, muss man halt sich so ein bisschen zügeln, da so einen heftigen Anhieb zu setzen, am besten gar nicht. Also der Fisch, der rumpst da rauf und hakt sich dann meist schon selber. Und beim Einzelhaken ist das dann eh, also bei einer Springerfliege ist es eh Quatsch, da großartig anzuhauen. Einfach den Fisch in die Rute schwimmen lassen. Aber das ist halt natürlich auch nicht ganz einfach, ne? Also... Gerade wenn man, also so wie ich angle ja das ganze Jahr über viel auf Hecht und man ist halt eben gewohnt, so einen Anhieb zu setzen. Und zum Anfang ist es halt ein bisschen schwierig, sich da zu zügeln. Man verliert dann auch immer mal wieder eine Forelle. Gerade wenn man so im Gedanken ist, und man kommt in der Fisch und man haut halt reflexartig an. Also die Rute eigentlich nur so ein bisschen heben, wenn der Fisch dann sitzt.
nur so ganz leicht Zug drauf. Nicht so brachial anhauen, eben da verliert man dann viele Fische. Ja, da ist das Problem, wenn die mal so knapp beißen, dann gehen sie vorne meistens noch mal richtig Gas. Und jetzt hat sich festgehangen. So eine Scheiße. Der Fisch, der ist, glaube ich, weg. Mal gucken, ob ich wenigstens noch den Köder gerettet kriege. Das scheint sich irgendwo festgehakt zu haben. Fisch spüre ich auch nicht mehr. Ah, doch. Ah, jetzt ist er wieder frei. Na ja, nochmal Glück gehabt. Mal gucken, ob wir sie in den Kescher buxiert kriegen hier. Spring vor dir, Geselle. Huch. Na komm. Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass wir heute auf eine Springerfliege gehen, weil hier viel Kleinkram unterwegs ist, aber die ist tatsächlich auf den großen Sandaal gegangen. Meine Güte, die gibt auch alles. Sehr gut. So, das war jetzt erstmal der letzte Wurf an dieser Stelle. Jetzt heißt es wieder Platz wechseln. Fisch suchen heißt Fisch finden. Man weiß ja nie, wie die Jungs so drauf sind, ne? Manchmal da patrouillieren sie immer die Küste entlang und dann kann man eben an einer Stelle stehen bleiben und auch Fische fangen, aber oftmals stehen die halt auch irgendwo, gerade wenn sie, weiß ich, Nahrung gefunden haben oder so. Und dann lohnt es sich doch, die Fische zu suchen. Ich will jetzt mal ein bisschen in die Bucht reingehen. Ne? Alter Schwede.
So, ich mache jetzt Feierabend. Und wie zu erwarten gewesen, war es heute nicht ganz einfach gewesen. Aber wir haben doch noch eine schöne Forelle hier rausgekitzelt, obwohl wir eher ungünstige Bedingungen hatten. Ich freue mich auch voll über den Fisch und den werde ich mir auch schmecken lassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ihr wollt.